Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Siberia Nummer 2. Wir sind angekommen. Hinter uns liegt das lang ersehnte Siberia. Von den Pinguinen übernommen, alle Mammuts aufgefressen. Hoffe ich zwar nicht. Da Hans. Wir reden mal sind mit Hans. Sind wir am Ziel, Hans? Ist es das? Nein. Aber wo sind wir dann? Auf Packeis gelaufen. Irgendwo. Die Strömung nimmt uns nicht mehr mit. Warum bloß? Ich sehe nach, was los ist. Bis gleich, Hans. Gut, doch nicht Siberia, nur Packeis. Okay. Können wir hier eigentlich, gehen wir die Leiter jetzt hier runter? Oder? Ah, da. Sorry. Ist gerade noch gesehen. Unten waren wir ja schon. Boah, Alter, mit Fahrstuhl. Wie fortschrittlich. Okay, hier ist eine Leine. Warum auch immer. Warum ist hier eine Leine? Wer hat diese Leine hier hingeworfen? Hä? Was ist denn, wenn ich darauf drücke? Klettert sie dann da rein? Oder fährt sie dann wieder nach oben? Nee, das ist nach oben. Okay, Kate, bleib da. Bleib da. Da hier überall Walskelette, ne? Waren es doch die Pinguine? Die sind voll gruselig. Die greifen auch bestimmt an. Da können wir lang. Okay, wir gucken erstmal da. Die Frackarmee. Aha. Das sagt mir jetzt was? Irgendwie nicht so wirklich viel. Haben wir denn noch? Wir haben immer noch diese komische russische Puppe, ne? Warum? Warum haben wir die ganze Zeit diese russische Puppe dabei? Schauen wir uns da mal weiter um. Ja, hier unten geht das Seil lang. Ich verstehe nicht ganz, wie das da hingekommen ist. Oder ist vielleicht hier der eine von den Brüdern noch da? Der war ja verschwunden, ne? Der Anker ist hängen geblieben. Ist er noch hier? Der eine Bruder ist ja abgehauen, aber der andere ist ja mit uns runtergefallen. Vielleicht ist der hier ja noch irgendwo. Okay, dann löse mal den Anker. Ist bestimmt zu schwer, ne? Ja? Okay. Das scheint wohl zu schwer zu sein für Kate. Du, ab zu Hans. Hans hat doch hier Iron Man Anzug an. Hans ist doch jetzt Iron Man geworden. Der kriegt das doch locker weg, oder? Ja, es wird es nicht gewesen sein. Hier passiert doch bestimmt gleich irgendwas. Okay, geh mal hoch, berichte mal Hans. Warte mal, ich drück mal darauf. Da geht's auch nach oben. Hansi! Deine starken Arme sind gefragt. Alles in Ordnung, Hans? Ja, Kate. Wir müssen uns beeilen. Sobald ich die Arche frei bekommen habe, geht's weiter, Hans. Okay. Hans hilft uns doch nicht. Ist hier nicht ein Hebel? Gucken, ob ich unten noch irgendwas übersehen habe. Was soll ich denn machen? Ah, Yuki! Magst du mir helfen? Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Finden wir da vielleicht einen Fisch? Ach, guck mal da. Da können wir auch noch lang? Das hätte ich jetzt schon wieder übersehen. Oder das habe ich sogar schon übersehen, ne? Nichts zu machen. Abgeschlossen. Okay. Kommt doch nicht lang. Der Yuki pennt. Da haben wir noch eine Tür, die abgeschlossen ist. Willst du hier mit spielen? Hm. Ah, warte. Das ist was anderes hier. An diesen Ort kann ich nicht gelangen. Warum nicht, Kate? An diesen Ort kann ich nicht gelangen. Dann hol Hans und nimm ihn auf die Schultern.
Statt dass sie sich hier einfach irgendwas hinstellt. Okay, wir fragen Hans nochmal. Mal gucken, vielleicht hat sich jetzt was getan. Hans, hilf mir. Hans? Hans? Wir müssen nach Siberia. Ja, ja. Ich finde schon eine Lösung. Er hilft mir nicht, ne? Warte mal, haben wir hier oben denn noch irgendwas? Gibt es bei diesem Spiel eigentlich so eine Hotspot-Taste? Nee, auf Leertaste, wo sonst Hotspots sind, ist hier Pause. Das war im ersten Teil, glaube ich, auch, ne? Okay, aber da kommen wir ja nicht lang. Das sieht aus wie ein Hebel, aber da macht es ja nichts. Wahrscheinlich hierfür irgendwie. Was war denn da unten? Unten war doch aber auch nichts. Kate Walker. Ich würde schon sagen, vor allen Dingen, wie wollen wir die Arche wieder reinschieben, aber die ist zum Glück noch im Wasser. Hier oben muss doch irgendwas sein. Das wird ja wohl nicht umsonst dahin gehen. Was ist denn hier? Kate. Sag doch mal. Ruf mal Mutti an. Mutti weiß bestimmt Rat. Mutti weiß immer Bescheid. Ach, guck mal, können wir Oskar anrufen? Leben Sie wohl, Oskar. Oh. Mutti. Mutti kommt bestimmt wieder erst am Mittwoch wieder. Hallo. Ich bin erst Mitte der Woche. Oder Mitte der Woche, gut. Können wir die ärgern? Können wir eine Puppe auf die werfen? Oh nein. Ich hätte gedacht, dass wir hier vielleicht einen Fisch finden. Ah, da ist ja was. Hä? Das habe ich gar nicht gesehen. Alter, was ist das? Ein Nashorn? Ein Einhorn? Ein was? Ein Narwalhorn? Was machen wir damit? Vielleicht können wir den als Hebel benutzen. Aber dann bräuchte man noch irgendwas, was wir da drunter stellen, ne? Eigentlich, damit wir halt eine Hebelwirkung auch haben. Oder wir drücken es nach oben und nutzen den Hebel nach oben. Weiß nicht, mal gucken, wie die Kate sich anstellt. Weißt du, so da runterschieben und dann nach oben ziehen. Nochmal. Okay. Geschafft! Wir können weiterfahren. Okay, was? Das war's schon? Nein, das glaube ich nicht. Warum kann ich dann denn jetzt hier weiter? Wir können doch nicht weiterfahren. Hä? Ich sag's doch! Endlich! Jetzt bin ich sie los, Kate Walker. Aber was zum... Oh nein! Das Schiff steckt fest! Ich sag doch, der ist noch da. Ja. Kate? Alter. Die Armee der Finsternis. Wenn ich da drücke? Nee. Dann geht's zurück. Ich dachte, sie geht dann da rein. Hier geht's noch lang. Wir lassen Hans da einfach mal alleine mit dem Typen. Oh. Hallo? Hallo? Wollt ihr eine Puppe haben? Nee. Okay, aber hier müssen wir bestimmt später nochmal hin. Gott, ich hätte voll Angst. Wenn da so hunderte von Pinguinen stehen. Wenn die mit so einem... Ich weiß nicht, Pinguine in der freien Wildbahn, sind die aggressiv? Ach, guck mal, was haben wir da? Pinguineier. Sollen wir jetzt Pinguineier klauen? Nee, aber wir können... Was? Hey, sieh da!
Brütet der jetzt die Puppe aus, oder was? Alter, jetzt kommen sie alle. Pinguin, 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 Pinguin. Und jetzt? Ja, die wundern sich jetzt bestimmt. Hä? Was macht ihr da jetzt? Ich habe keine Ahnung, was die da jetzt machen. Aber ich kann jetzt da hinten hin. Und mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Ich hatte jetzt echt nicht gedacht, dass das klappt mit dieser Puppe, ne? Nein, die Scholle bricht ab. Kate, Vorsicht. Da, 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 da ist irgendwas. Hoppla, das Eis ist dünn. Hoppla. Stoß dich ab. Gerade eben noch hoppla. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Ah. Gut, Kate. Oh, hier ist eine Falltür? Was ist das denn? Ich muss einen Weg finden, ihn loszuwerden. Ja, was hier? Ein Fass, oder? Das hat also diese Tür blockiert. Ah, okay. Ah, alles klar, verstehe. Warum sollte ich darauf wollen? Was können wir denn da machen? Nein, das funktioniert nicht. Okay, hier brauchen wir irgendwas noch für. Und dann da auch noch für. Okay. Gut, dann müssen wir mal in den Raum. Vielleicht ist Hans ja jetzt unten und dann kommen wir mit ihm oben an das Fach ran, was da noch ist. Hansi! Hey, Keule. Warum hast du nichts gemacht? Hans, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Sind Sie verletzt? Er hat mich gezwungen, hier runter zu gehen. Sonst nichts. Den werden wir schon los, Hans. Alter, du bist fucking Iron Man, Hans. Warum hast du denn nichts gemacht? Wo ist das? Warum ist denn jetzt hier eine Leiter? Guck mal. Hätte ich mir denken können. Ivan war hier versteckt. Ach, da war der Ivan drinne. Ah, alles klar. Ich wollte schon sagen, geht's da jetzt nach oben? Okay, ah, hier war der Anker. Alles klar. Was ist das? Seine Mütze, oder? Was ist denn das? Elfenbeinhaken. Hier haben wir... Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Ja, dann löse ihn, Kate. Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Dann löse ihn, Kate. Können wir denn mit dem Haken hier... Ne, den Haken müssen wir wahrscheinlich da an der Schnur ranmachen, ne? Und dann den Ivan irgendwie hochziehen. Dieser Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Hallo, Spiel? Nein! Leute, was passiert hier gerade? Ich hab grad... Aha. Hier passieren ganz komische Sachen gerade. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Ich musste da mal einen kleinen Cut machen, weil ich habe die ganze Zeit Fehlermeldung von GeForce bekommen auf einmal. Ich konnte glücklicherweise das Spiel gerade noch schnell speichern und dann ist mir alles zusammengecrashed hier. Ich habe jetzt einfach mal ein Treiber-Update gemacht und ich hoffe, jetzt geht's. War vielleicht ein bisschen zu lange her, das letzte Update. Vergisst man ja immer ganz gerne. Wo waren wir denn stehen geblieben, Kate? Das hatten wir probiert, ne? Dieser Mechanismus genau. Scheint die Arche anzuhalten. Ja, ja, ja. Okay, komm runter. Jetzt haben wir diesen Haken. Mal gucken, was wir damit jetzt machen. Also ich würde fast vermuten, den müssen wir da irgendwie... an dieses Seil packen, ne?
Das müsste jetzt die Tür da sein. Er pennt hier immer noch fröhlich weiter. So, Kate, dann mal hoch mit dir. Weißt du, und dann hängt er da oben am Mast dran. Ne? Das, so stelle ich mir das jetzt vor. Okay. Oder so. Und so. Sag mal, was tue ich hier gerade? Das muss ich nicht machen. Nee, Kate, bestimmt nicht. Okay, aber hier haben wir einen Hebel. Was passiert bei dem Hebel? Zieh mal, Kate. Einfach einen Hebel ziehen, immer gut. Oder so. Des Grauens. Nein. Hans ist schon da? Alter, wir sind auf Sibiria? Wirklich? Ich hätte nicht gedacht. Hansi, warte! Alter, Sibiria! Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Gucken gleich mal. Erstmal will ich gucken, was Hundi macht. Hundi pennt immer noch. Hundi, kommst du mit? Oder Yuki? Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Ja, dann weck ihn auf. Nee, der will nicht. Okay, komm, wir gehen mit Hans mit. Sind wir echt auf Sibiria? Ich glaub das gar nicht. Nach all der langen Zeit. Kate, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Lauf. Lauf, Kate. Geh zu Hans. Warte, da geht's auch noch lang. Nein, geht. Nein. Ah, ich weiß nicht. Geh erstmal da lang. Alter, es geht immer noch weiter. Okay, da kann man hochklettern. Dann gehen wir mal da zu Hansi. Hansi! Wo ist er? Hä? Wo ist Hans hin? Guck mal, eine Mammut. Mammutstatue. Geht's hier noch weiter? Ah, hier geht's runter. Ist das denn jetzt Sibiria? Hier ist eine Kiste. Aber wo ist Hans? Der ist doch hier lang gelaufen. Der verschwindet immer einfach. Komm, mach mal Kiste. Komm, wir looten. Was? E? A? So eine Art A. Oh, wir nehmen einfach mal alles mit. Steintafeln. Okay. Na gut. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, dann gucken wir uns auf der Insel in der nächsten Runde nochmal um, ob das jetzt Sibiria ist. Könnte gut sein, ne? Mit diesen Mammut-Dingern hier oben. Ich bin aber noch nicht so überzeugt davon. Mal gucken. Alles klar, dann danke ich euch fürs Zuschauen und sorry für den Cut, aber ja, Nvidia war schuld. Ja, immer die anderen. Oder GeForce oder wer auch immer. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, wenn ihr Bock habt, bei Sibiria Nummer 2. Bis dann. Bye, bye.